Es gibt aber noch ganz andere Dinge, die man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen möchte. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind wird Ihnen entrissen und zur Zwangsadoption freigegeben. Das ist ein Schicksal, das ist für viele Eltern der ehemaligen DDR Realität geworden. Manche treffen ihr Kind erst nach Jahrzehnten, also im Erwachsenenalter wieder. Aber dann auch nur, wenn die Spuren sich über all die Jahre nicht verloren haben. Dank einer ehrenamtlichen Initiative gibt es jetzt Hilfe für genau diese Fälle. Ein Wiedersehen nach 34 Jahren. Sabine und Michaela können sich endlich wieder in die Arme schließen. 3 Jahrzehnte hat ihre Trennung gedauert. Erst seit April sind Mutter und Tochter wieder glücklich vereint. Wunderschönes Gefühl, nach so langer Zeit eigentlich mein Kind wiederzufinden. Doch hinter dem glücklichen Wiedersehen steckt eine leidvolle Geschichte. Als Sabine ihr Baby nach einer Operation aus dem Krankenhaus abholen will, ist das Kind plötzlich nicht mehr da. Mein Kind war weg. Damals versteht Sabine nicht, was ihr passiert. Sie ist zu jung und gibt die Hoffnung auf, ihr Kind wiederzubekommen. Erst viele Jahre später, 2017, stößt sie auf die Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR und findet letztendlich, wonach sie so lange suchte. Da in der Gruppe, jetzt krieg ich Gänsehaut, habe ich eigentlich erst mal begriffen, wie viele wir sind. Auch Andreas Lake wurde Opfer des Unrechtsstaates der DDR. Der 58-Jährige ist noch immer nachdenklich, wenn er auf den Ort blickt, wo er seinen Sohn vor 6 Jahren zum ersten Mal wieder sieht. Hier an diesem Denkmal in Leipzig entsteht 2013 das erste Foto mit Marco, von dem er durch die Behörde 29 Jahre zuvor getrennt wird. Man wusste nicht, sollte man ihn umarmen, konnte man die Hand geben. Also es war ein ganz eigenartiges Gefühl. Ja, man kann es gar nicht beschreiben, muss ich sagen. Es sind 29 Jahre, das ist ein halbes Leben, was ich gesucht habe. Und die waren mit einem Schlag beendet. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Doch bis zum Kennenlernen ist es ein langer Weg. Die Geschichte, die hinter Andreas Lake liegt, gleicht einem Albtraum. Als er 1984 mit seiner schwangeren Frau aus der DDR fliehen will, wird er geschnappt und inhaftiert, seine Frau massiv bedroht und zur Adoptionsfreigabe gezwungen. 1985 ist dieser Gerichtstermin gewesen und da sind mir alle Rechte zu meinem Sohn aberkannt worden. Hat ein Gericht festgelegt, dass ich ab diesem Moment kein Kind mehr habe. Wir waren politisch unbequem, wir waren auch nicht in der Lage, die Kinder im sozialistischen Sinne zu erziehen. Und damit musste man diese Kinder fremd platzieren. Fremd platzieren, Wort des DDR-Jargons, der die schreckliche Wahrheit des Kindesentzugs beschönigen soll. Längst ist klar, das Schicksal von Andreas und Marco ist kein Einzelfall. Gezielt wurden systemkritischen Eltern in der DDR die Kinder weggenommen. Aus eigener Betroffenheit gründet Andreas im Februar 2017 die Interessengemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR und hilft anderen Betroffenen ehrenamtlich und kostenfrei. Ich kann mich jetzt nicht einfach zurücklehnen und sagen, ich habe mein Ziel erreicht. Jeder soll seinen Weg selber gehen. Nee, es muss jemand geben, der vorne weggeht. Andreas durchforstet Akten, hält Kontakt mit zuständigen Behörden und setzt sich politisch für das Recht der Opfer ein. Auch Kerstin Heinze vermutet, dass sie Opfer des systematischen Kindesentzugs geworden ist. Sie sucht ihre eineiige Zwillingsschwester. Diese wird kurz nach der Geburt für tot erklärt. Da es eine Sterbeurkunde gibt, wird niemand misstrauisch. Doch irgendwann treten Ungereimtheiten auf. Vor 15 Jahren ungefähr bin ich immer wieder angesprochen worden, dass ich von Freunden, Bekannten irgendwo gesehen wurde, wo ich aber nie gewesen bin. Kerstin hofft, dass ihre Schwester noch lebt und stellt Nachforschungen an. Da sie keinen Namen und kein Geburtsdatum hat, wird die Recherche kompliziert. Doch Kerstin glaubt fest an die Existenz der Schwester. Sie ist sich sogar sicher, sie in Dresden mit eigenen Augen gesehen zu haben. Einmal war sie auf dem Fahrrad und ich im Auto. Und das zweite Mal war sie in der Straßenbahn und ich im Haltestellenbereich im Auto. Also ich habe versucht, sie zu verfolgen, aber ab der nächsten Haltestelle war es nicht mehr möglich. Und es gibt für mich keinen Zweifel, dass sie es nicht war. Also man spürt es als eineiger Zwilling. Und ich würde sogar behaupten, wenn wir nebeneinander stehen würden, selbst meine Eltern nicht wissen, wer was ist. Also es war unglaublich. Das Phänomen hat einen Namen, vorgetäuschter Säuglingstod. Was unfassbar klingt, soll es in der DDR tatsächlich gegeben haben. Wir haben vor 3 Jahren hat eine Mutti ein Grab geöffnet. Und was ist gefunden worden? Eine Katze da drin im Sarg. Wo man natürlich dann auch sagt, die Leute haben berechtigte Fragen zum Verbleib ihrer Kinder.
Es gibt keine Entschädigung, keine Wiedergutmachung, nur die Hoffnung, dass es endlich bereinigt wird und man sich zumindest treffen und sehen kann. Wie viele Betroffene es wirklich gibt, weiß niemand. Erste Studien gehen von 300 bis 400 Fällen aus. Lakes Schätzungen sind deutlich höher. Doch ganz gleich, wie viele es sind, er fordert für jedes einzelne Schicksal Aufklärung. Es gibt die Möglichkeit, auch nach vielen, vielen Jahren noch die Kinder zu finden.